Hallo, mein Name ist Jenny und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Du wirst in diesem Videolernzyklus Hubert Hubertikus auf seiner Wienreise in den Prater begleiten. Dazu brauchst du einen Stift, einen Zettel und, wenn du hast, ein paar leere Notizkarten. Drücke auf Pause und richte alles in Ruhe her. Du lernst heute, wie du einen Bruch mit einer natürlichen Zahl multiplizierst. Bevor wir uns mit Hubert Hubertikus auf die Reise begeben, musst du noch wissen, dass Hubert sehr gerne rechnet. Weil Hubert manchmal ein bisschen zerstreut ist, packt er kleine Erinnerungsnotizen in seinen Koffer, die ihm beim Rechnen helfen. Und da kommst du ins Spiel. Hilf Hubert Hubertikus bei der Erstellung seiner Notizen. Und los geht's! Auf seine Notizkarte schreibt Hubert die Überschrift Bruchzahl. Er schreibt die Bruchzahl 2/3 auf. Übertrage diese Notiz auf deine eigene Notizkarte und hilf Hubert Hubertikus dabei, die einzelnen Teile der Bruchzahl korrekt zu benennen. Drücke dazu kurz auf Pause. Super, das ist ja ruckzuck gegangen. Hubert hat die Bruchzahl mit den Begriffen Zähler, Bruchstrich und Nenner beschriftet. Ah ja, denkt Hubert, ein Bruch gibt ja einen Teil eines Ganzen an. Hast du es auch so gemacht? Wenn du dir unsicher bist, dann schau dir doch zuvor noch den Videolernzyklus Bruchteile von Größen an. Wenn dir alles klar war, dann geht's für uns jetzt auf Wienreise. Huberts erster Stopp ist das Wiener Riesenrad. Beeindruckt steht er vor dem Riesenrad und zählt die Anzahl der Waggons ab. 8 Waggons hängen am Riesenrad. Von diesen 8 Waggons sind 5 belegt. Welcher Anteil an Waggons ist belegt, fragt sich Hubert. Gemeinsam mit Hubert zeige ich dir jetzt, wie wir berechnen, welcher Anteil an Waggons am Riesenrad belegt ist. Wir wissen, dass 5 von 8 Waggons belegt sind. Erstellen wir zur besseren Übersicht eine Tabelle. In die erste Spalte schreiben wir die Anzahl an belegten Waggons. In die zweite Spalte den Anteil an belegten Waggons. Insgesamt gibt es 8 Waggons. Sozusagen können wir das Riesenrad in 8 Teile, also in Achtel, teilen. Ein Waggon ist also ein Achtel aller Waggons. 5 Waggons sind belegt. Wir wollen wissen, welcher Anteil an Waggons belegt ist. Wir führen dazu eine Schlussrechnung durch. Wir multiplizieren auf beiden Seiten mit der Zahl 5. 5 Waggons sind also 5 Achtel aller Waggons. Was haben wir jetzt eigentlich gemacht? Den Anteil an belegten Waggons haben wir berechnet, indem wir 5 mal ein Achtel gerechnet haben. Die Zahl 5 wird in den Zähler geschrieben und mit der Zahl 1 multipliziert. Wir erhalten wieder die Bruchzahl 5 Achtel als Ergebnis. Es sind also 5 Achtel aller Waggons belegt. Wir packen also einen Tipp in Huberts Erinnerungskoffer. Bei der Multiplikation einer Bruchzahl mit einer natürlichen Zahl wird aus dem von ein Mal. Willst du zum Beispiel ein Achtel von 5 berechnen, rechnest du ein Achtel mal 5. Übertrage diese Notiz auf deine eigene Notizkarte. Drücke dazu auf Pause. Hubert hat sich ein Ticket für eine Kuchenjause in einem Waggon des Riesenrades gekauft. Ein Marillenkuchen wurde in 32 kleine Stücke geschnitten. Hubert isst 2/8 davon. Wie viele Kuchenstücke hat Hubert gegessen? Ich zeige dir jetzt, wie wir das berechnen können. Hier siehst du einen Marillenkuchen. Er wurde in 32 Stücke geschnitten. Wir können den ganzen Kuchen auch in 8 Teile, also in Achtel, teilen. Hubert hat 2/8 des Kuchens gegessen. Wir notieren 2/8 von 32 Stück.
Aus dem von wird wieder ein Mal, also schreiben wir 2 Achtel mal 32. In den Zähler schreiben wir 2 mal 32. Du siehst bestimmt, dass wir hier durch 8 kürzen können. Die Rechnung vereinfacht sich auf 2 mal 4. Und das ergibt 8. Hubert hat also 8 Stück des Kuchens gegessen. Vergleiche nun die beiden Multiplikationen aus Aufgabe 1 und Aufgabe 2 miteinander. Was fällt dir auf? Gibt es Gemeinsamkeiten bei den beiden Rechnungen? Formuliere eine Rechenregel. Schreibe sie als Notiz auf, sodass sie uns auf der Wien-Reise auch weiterhin eine Hilfe sein kann. Drücke dazu auf Pause. Hubert schreibt auf seine Notiz. Bei der Multiplikation einer Bruchzahl mit einer natürlichen Zahl wird der Zähler der Bruchzahl mit der natürlichen Zahl multipliziert. Der Nenner bleibt gleich. Hast du auch diese Regel entdeckt? Wenn nicht, dann spule zurück und schau dir noch einmal die beiden Aufgaben an. Wenn du die Regel verstanden hast, dann schau doch gleich beim Basic-Video vorbei und erlebe neue Abenteuer mit Hubert Hubertikus. Bis gleich!